Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Life is Strange 2. Ich habe mir gerade mal die Aufnahme grob angehört. Es war, glaube ich, ein bisschen leise. Natürlich auf YouTube ist das immer wieder ein bisschen anders. Ich hoffe, man kann alles so hören und dürfte keine Probleme geben. Gut, wir verlassen mal und schauen mal, wie es weitergeht. Ah, hier leben wir jetzt also erstmal oder Wonder Haus. how long Karen has been here. Did she see one of Daniel's miracles? This country is just way too big. Stimmt. Also wenn sie hier ein Hotelzimmer hat und uns gefunden hat, ist sie, glaube ich, schon länger hier als wir. Definitiv. Aber warum hat sie nichts gemacht? Karen was always into low tech. I even think it's the one she had back then. Ja, so Tastentelefone, die halten auch ewig, ne? This thing is killing my back. I got bruises on my bruises. Wir wurden auch heftig verprügelt, ne? Jacke, etwas nutzlos in dieser Hitze, aber ich habe gehört, die Nächte hier sind kalt. Ja, in der Wüste habe ich das auch gehört. Sonst sind das eigentlich. Genau, das ist. Brief von Chris. Das ist nochmal. Genau, der Brief von den Großeltern. Brodys Brief, den haben wir auch schon gelesen. Und was ist das hier? Howdy City Boy, Cassidys Brief, den haben wir auch gelesen, der ist vom Krankenhaus. Sonst das Feuerzeug, genau. Uiuiui. Gucken wir hier mal durch. Big Joe. Das waren unsere ersten Zeichenversuche. Genau, das ist das, was wir im Krankenhaus gezeichnet haben. Aber war schon besser. Also es sieht schon besser aus als die ersten Zeichenversuche. End of the road. Ah, wir haben im Truck auch was gezeichnet. Cool. Ach so, das ist. Im Motel können wir auch was finden, oder was? Eben kurz die ganzen Dinge abfahren, damit die orangenen Zeilen we Zeichen weg sind. Ja, wir haben noch was. Acadia Bay. Was haben wir denn noch? Achso, hier ist noch ein Stift. Wir haben, glaube ich, einiges vergessen. Sehr viel sogar. Das muss einfach in der Wüste sein. Weil hier hinten und so. Und das. Wir waren auf dem Weg zu einem Casino. Das heißt, das könnte noch kommen. Das ist die Kirche, das ist auch die Kirche. Fate, Wasteland. Ach hier, All Roads, wir haben so viel vergessen. Rules, ja, da haben wir auch nicht alles. Ah, das ärgert mich. Acadia Bay Bundle, das finde ich cool. Pulli. You've come a long, long way, buddy. Oh ja. So Anziehsachen, die man halt lange dabei hat, wenn man unterwegs ist. Die sehen dann halt immer sehr mitgenommen aus. Ah, ha. Sorry. I still have no game. And the house always wins. Ja. Aber ich hatte eigentlich vor, heute ein bisschen GTA Online zu spielen. Ein bisschen im Casino zu daddeln. Weil es kam, glaube ich, wieder ein Update oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber jetzt, dank 1 und 1 geht das nicht. Betreten. Ach so, das ist das Badezimmer oder was? So Karen did check it out. Wonder if she saw Daniel in action. Ich glaube, sie hat Daniel in Action gesehen.
kinda pretty. Wonder if she made it. Wenn wir da rangehen, dann kommt die da bestimmt, oder? Ich hab immer Angst. This country is just way too big. Achso, das war die Karte. Ich will da eigentlich nicht. I know I shouldn't peek, but whatever. Ja, glad to know she learned the lesson. Ich weiß, dass wir nicht unbedingt in die Taschen packen. Karen did her own road trip to get here. Rumwühlen sollten. Grilled cheese, cut fries, New York cheesecake, Diet, Diet Soda. Was steht da unten dran? Nach vorn schreiten, um zurückzublicken, dieselbe Wahl treffen zweimal. Zweimal meinen einsamen Tag und verträumte, meine einsamen Tage und verträumte Nächte, nur um mich selbst zu finden, nach vorn blicken, um umzukehren. K. -Punkt. Das ist dann wohl Karen gewesen. Oh, damn. Komm in die Hölle. Karen does like to capture the world around her. Näher mit jeder Meile, mein Herz rast wund. Ich erinnere mich, kenne das Gefühl, es gibt kein Ankämpfen gegen diesen Schlagen, Das ihn zerreißt, mein Kern. Blues am frühen Morgen, Kaffee, rotäugige Trucker und traurige Familien. Schlechtes Rührei, nicht die Schuld der Kellnerin, sie hat es eilig, vermutlich Ende einer langen Nachtschicht. Namensschild sagt Clementine, so 22, rothaarig braun gefärbt, Augenbrauen und Hautton lügen nicht. Irischer Abstammung, Tochter des Besitzers vielleicht, Mahonies, Wage, höfliches Lächeln, Gedanken sind woanders, etwas tollpatschig, wirkt abgelenkt nervös. Junger Koch nennt sie Clemmy oder Clemmy, Bruder, Freund. Entschuldigt sich, wenn die Bestellungen lange dauern und sie dafür einen draufkriegt. Wissen Mama und Papa, dass du während des Jobs datest, Clemmy? Arbeit und Liebe mischen geht selten gut. Ist das ein brandneuer Babybauch unter der dreckigen Schürze? Es ist 2017 und junge Leute sind immer noch dabei, Babys zu machen. Ich schätze, nichts ändert sich hier wirklich. Oh, sie ist nicht gekommen. Gut. Karen's Notiz. Oh. Tablet. Huh. This isn't her tablet. Yay. Technology. She came prepared. Reverend Mother doesn't look too humble. Looks like a roach motel. But nobody will find me there. Huh. Eins der großen Geheimnisse von Nevada ist es, wie es den Heiligen Geist und den Heiligen Dollar im Gleichgewicht hält. Wenige Touristen reisen um die Welt, um ihre Religion aufzusuchen. Doch in der eng verbundenen christlichen Gemeinde von Haven Point, Nevada, hat eine charismatische Pastorin ein frommes Gefolge aufgebaut. Wie sie mir in einem Interview mit ihrem friedlichen Kirchenbruder, in ihrem friedlichen Kirchenbüro erzählt, verbrachte Pastorin Lisbeth Fischer ihr ganzes Leben als demütige Dienerin des Herrn, die den Ruf hörte, seine Liebe und Ehre in diesem dunklen Zeitalter zu teilen. Ich hatte ein machtvolles Erlebnis als Kind, welches mich auf diesen rechtschaffenden Pfad führte. Sie lächelt sanft und berührt meine Hand. Doch hier geht es nicht um mich oder meine Geschichte, wie ihn jeder in unserer wundervollen Kirche erzählen kann, und erzählt haben sie es mir. Die Mitglieder der Kirche des universellen Auferstehens sprechen mit gedämpfter Stimme über ihre Pastorin und wie sie von ihr inspiriert werden. Pastorin Fischer will nur ihren Segen mit uns teilen, sagt Lori Johnson 34. Eine neue Ergänzung zur Gemeinde.
Ich war recht zynisch, bevor ich zu einer ihrer Predigten kam. Man konnte die Elektrizität in der Luft fühlen, als sie sprach. Manche weinten eingeschlossen, ich selbst. Okay. Was ist das? Wow, wie viel ist das? Ja, okay, das geht. Oh, Ruckel. Willkommen in deinem neuen Leben in der Kirche des universellen Auferstehens in Haven Point. Darum geht hin und lehrt alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hä? Bin ich doof oder ist das wirklich so komisch? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Boah, Jungs, das ist ja mal, Ja, Matthäus 28, 19, 20, Mission. Akzeptiere den Herrn, verbreite die Worte des Jesus, halte der Gemeinschaft die Treue. Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19.10, 19.10 oder so. Eine Nachricht von Mutterpastorin Lisbeth Fischer. Als Pastorin unserer heiligen Kirche habe ich mein Leben und meine Liebe der Lehre der Bibel und unserem Herrn gewidmet. Ich wurde in meiner Kindheit mit dieser Berufung gesegnet und es ist mein Privileg, seine Worte zu verbreiten und diese liebevolle, rechtschaffende Gemeinschaft in Haven Point zu fühlen. Ich freue mich darauf, jeden Einzelnen zu treffen, der unser bescheidenes Heim besucht. Gemeinsam werden wir die Reise zu einem neuen Leben beginnen, welches vom Geist unseres Herrn und Erlöser geleitet wird. Gott segne euch alle. Ja, ha, klar. Aber verprügeln tut ihr Leute, sogar Kinder. Die Gemeinschaft in Haven Point. Nevada ist eine lebendige Oase, in der Individuellen und Familien ihre Glauben in einer Gemeinschaft ausleben können, die den Lehren Christus gewidmet ist. Alle, die unseren Glauben teilen, sind eingeladen, mit uns eine Brücke zum Herrn und seinem ewigen Reich zu bauen. Gastfreundschaft, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden. 3. Johannes 1-5 oder 1-5, ich habe keine Ahnung. Dankbarkeit, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Psalm 118, 24. Vergebung, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4, 31 bis 32. Okay, ja. Okay, nice. Fertig. Notiz. Be right back. We'll find out. Bin kurz einkaufen. Ich hole was zu essen, falls du hungrig bist. Neue Socken und Unterhosen sind im Bad. Gehören dir, falls sie passen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Jacob anzurufen. Seine Nummer steht in seinem Brief. Bin bald zurück. Karen. Sollen wir ihn anrufen? Ja, jeez. Oder? It only took Supermom 8 years to give a shit. Liebe Mrs. Diaz, mein Name ist Jacob und ich habe mit ihren Söhnen Sean und Daniel auf einer Farm in Kalifornien gearbeitet. Es gab einige Probleme und Sean wird vermisst. Ich bin jetzt mit Daniel in Haven Point, Nevada. Er gab mir diese Postfachadresse, falls sie dies bekommen. Ich denke, Daniel ist in Gefahr. Er braucht Hilfe, um von hier wegzukommen. Ich kann Ihnen mehr erzählen, wenn Sie mich unter dieser Nummer anrufen. 775 bla bla bla. Bitte beeilen Sie sich. Vielen Dank, Jacob. Können wir ihn jetzt anrufen? Mit dem Tablet vielleicht? Also, ich weiß, dass man mit Tablets telefonieren kann, aber ob das Spiel jetzt... She came prepared. Nee. Okay. Ah, hier ist ein Telefon. Jacob anrufen. Hello? Jacob, it's me, Sean. Sean? For months. So you found my note in your sketchbook? Yeah. Where are you?
Sean. I know. I'm not far. In a motel. Good. Listen, I can't talk right now. I gotta go. Wait! Daniel, how's he doing? Meet me tomorrow afternoon on Brandy Highway. There's a junction just above Haven Point. There's a wild mice ranch billboard there. I'll be there at 4. Jacob, wait! I can't talk, Sean. Be there tomorrow. Please. Oh, ja, das war aber ein schönes Telefonat. Sehr viel Infos gekriegt. Damn. He couldn't really talk. All this is so messed up. Können wir hier raus? I'm not going out. Na gut, dann nicht. Better wait for Karen in here. Neue Socken und so? Ah, neue Socken. Im Badezimmer. Wo? Ne. Haben wir denn eine neue Hose und so an? Ich sehe das gerade nicht. Hallo. Ach, die Kamera ist gerade. Ne, wir haben noch die alte Hose an. Das ist nur ein Pullover. Das ist das Handy. Ja, dann setzen wir uns jetzt mal hin und warten auf Karen. Oder wir legen uns hin. Let's just rest while I wait for her. If she comes back. Sie hat sich ja lange nicht bei uns gemeldet. Sowas finde ich auch. Weiß hey, sorry it took so long. Fucking store was packed. How you feeling? Nothing broken? Altar boys don't fight fair. Yeah. I'm okay. Double cheese, no onion, right? That'll do. Sie hat sich lange nicht bei uns gemeldet und sowas finde ich persönlich immer scheiße, wenn Eltern sich einfach so abkoppeln von got den Kindern. Some gauze and, antibacteria stuff. Aber sie ist jetzt da. Hey, don't wolf that down. Or at least take a breath. Like you care. Sean. I do. Come on, Karen. Don't act all hurt. It's too late. Where were you when I broke my leg when I was 13? Not with me. When Daniel got a bad flu a couple years ago? You didn't sleep next to him every night. Where were you? Where were you? Fair enough. So let's talk, because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. How did you two survive alone on the road for that long? Hätten wir beinahe nicht. Doch. Papa hat uns... Dad taught me responsibility. He always wanted us to know how to take care of each other. Good. How did you go to Beaver Creek? You know I don't have to answer your questions, right? You're right. So tell me what you want from me, Sean. Nothing, Karen. I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey, I just want you to know what I did. And why. If you care. So, ask me anything. Was machst du hier? So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No. I'm way out in Arizona. Sean, I told you. Your friend Jacob wrote my P.O. box and said Daniel was in trouble. That's it. Arizona? Arizona? Holy shit. It's just lizards and rocks. Yes, I found something there.
New York didn't really do me good, so. Warum bist du weg? All right. Why did you bail on us? I wasn't meant to be a wife or a mother. I thought I was supposed to. I tried to pretend for many years. But I was unhappy, and the urge to leave just became unbearable. I had no other choice. Are you serious? You chose this life. You fell in love. You made your own choices, right? Making your own choices doesn't mean you can never fool yourself, Sean. After I had Daniel, you were about 8, and Esteban's garage was getting busy. There was so much going on around me, yet somehow I just felt that my own life was just slipping away. Felt like an empty shell. Sean, it was the hardest decision I ever made. I knew I might never see you all again, but I took that responsibility. Wusste das Papa oder uns im Stich gelassen? Did Dad know about all of this? I was honest with your father. We did family therapy, but it wasn't about him. It was me. Er war besser als du, er war todunglücklich. Das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, man fährt, ich persönlich hab meinen Vater damals auch nicht angefahren, so deswegen. He was heartbroken for months after you left. Years. I was too. I was in love with your father. He was the best person I ever met. But just not enough for you. Something was missing from the equation, yeah. I was. Yeah, okay. Think I've heard enough. I didn't have a choice, Sean. We only have one life. And I didn't want mine to be spent in regrets. For years, I fooled myself, thinking I'd find satisfaction into what society expected me to be, and that was my mistake. I hope someday you can understand that. But I never stopped caring about you. For what it's worth, I am sorry for hurting you and Daniel. And Esteban. Ich weiß, mir nicht, verflucht nochmal zu spät. Oh, please. It's too fucking late for that shit. No matter what, you left your own kids and my dad. So don't even. I know it's too late. I want you to know how I feel. Yeah. I still don't care. Jeez. Ich kenne das nur zu gut. Man kann sich über sowas immer unterhalten, aber wenn mir dann, sagen wir mal, wenn Karen jetzt sagt, ich habe mich immer um euch gekümmert, beziehungsweise ich wollte immer wissen, wie es euch geht oder sonst was, dann ist das schon echt dreist und sowas könnte ich nicht glauben. Also nicht einfach so. Sean, whatever you want to say to me, this is the time. Let's just get it all out in the open. See what happens. Hast du uns vermisst? So, did you ever actually miss us? Or Dad? Of course, Sean. I do miss your father. He had such a big heart. Yeah. He could brighten up a rainy day. That was like his superpower. But above all, I missed watching you grow up. See how you saw the world. I missed sharing these moments with you, Sean. Dein Verlust. Wir haben früher so viel gemacht. We used to do so much stuff.
Like when you taught me to ride because Dad sucked. Or when we went camping near Vancouver. Just me and you. You always loved night skies. I did stargaze a lot when I was in California. Trust me, the further south you go, the better it gets. Was hast du getan? Warum hast du uns ignoriert? Was hast du uns? So, was hast du getan? What did you do when you left? Where did you go? I pursued some dreams and failed. Learned the lessons. I guess all this time I tried to find out what really matters to me. Which doesn't involve a husband and two kids. It does to a lot of people, and I totally respect that. Just not to me. I wasn't good at making plans, which is what most of modern life is about, right? School, job, marriage. Ask my mom and dad. They wanted me to follow their rules, their faith. Oh, I tried, but I wanted to find my own way, with no security blanket. Family, religion, social norms. It's just all about security, after all. But it all just looked like a sweet golden jail to me. I tried to escape that. War es das wert oder klingt unreif? Yeah. Hope it was worth it. It was. For now, I've found my place in the world, with like-minded people. I'm at peace with my fuck-ups and my decisions. So inspirierend. Was für How do you make peace with bailing on your parents, your husband, and your kids? I know, that's hard to understand. But I think people should know who they are. And not fake it for anybody. Warum hast I mean, ignoriert? I get you wanted to leave and stuff, okay? But why would you ghost us like that? Not even a fucking birthday card. I thought if I vanished, you would all move on. But I wanted to contact you guys so many times. I almost did. Gut, dass du es nicht getan hast. Du wolltest einen Clanbruch. Sie wollte einen klaren Bruch. But you wanted a clean break from us. I didn't want to be a part-time, pissed-off mother. Not fair to any of you. I left when Daniel was still very young, so he wouldn't remember me. Oh. Ich hatte nicht so viel Glück, du hast ihm mehr weh getan. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wir hatten halt nicht so viel Glück, weil wir kannten unsere Mutter. Aber Daniel hat sie auch wehgetan. Cool plan, Mom. You hurt Daniel way worse. He thought you took off because of him. I know. I hope I can make it up to you, Daniel, someday. I can start by getting his ass out of that church. Cult. Whatever. Whatever. You sound so careless. It's like you can't even realize how much pain you've caused. I do care. It's why I'm here. To help you and your brother. If I didn't step up to help him now, I couldn't live with myself. Eine Zigarette bitten, nichts fragen. Ach komm. Hey, mind if I bum a smoke? Sure. Still got a few left.
Ich meine, wir rauchen und Well, I haven't seen that lighter in ages. Your dad loved that thing. I know. Only thing I have left of his. No, man. Esteban hated when I smoked. He didn't want me to die an early death. Fuck. Life can be so cynical sometimes. I remember he would smoke sometimes. Long ago. We didn't fight much. But when we did, I would go out on the porch and light up so I could calm down. Esteban would come over and ask for a drag. Now we'd just look up at the sky and watch the stars or the planes. I do miss that. I used to do the same thing with my best friend Lila. Smoking on the porch, just letting time go. That's when you know someone is good to you. When you can just sit together, shut the hell up, and watch the universe do its own thing. Kommen da jetzt noch Unterhaltungen? Nee, aber wir sehen ein bisschen was vom von der ganzen Szenerie. Ja, unsere Mutter ist da. Hey! ich kann das halt aus eigener Erfahrung und deswegen weiß ich da nicht, wie ich drauf reagieren soll, weil ich selber nicht weiß, wie ich drauf reagiert habe. Wenn ein Elternteil einfach spurlos verschwindet, ist das grundsätzlich immer scheiße. Ja, egal, ob es Vater oder Mutter ist, wenn derjenige einfach geht und die Kinder vor allen Dingen in den Stich lässt, ist das echt beschissen. Aber derjenige hat seine Gründe und wenn diese Gründe einfach diese sind, weil er das nicht kann, ja, weil er, was weiß ich, zum Beispiel, das Beispiel, weil sie es nicht geschafft hat, irgendwie Mutter zu sein, sie konnte es für sich nicht vereinbaren, dann finde ich es wiederum immer noch scheiße. Aber ich finde das respektvoll, dass man, wenn man sagt, ich kann keine Mutter sein, ich schaff das nicht, dass man so ehrlich ist, aber einfach zu gehen, ohne irgendwas zu sagen, ja, oder auch ein gutes Beispiel ist, wenn, wenn du zum Beispiel, ja, wenn dein Vater zum Beispiel deiner Mutter nicht gut tut oder deine Mutter deinem Vater nicht gut tut und derjenige dann sagt, hey, hör mal zu, ich bin weg, ich kann das nicht. Und dann geht, damit der andere oder die andere, ja, Mutter oder Vater, ja, je nachdem, sich erholen kann und für sein Kind da ist. Das finde ich zum Beispiel auch noch ertragbar. Ja, ist zwar auch kacke, aber man macht das dann nicht aus Eigenwillen. Man sagt nicht, ja, ich bin jetzt weg, weil ich jetzt fremdvögeln will oder sonst was, sondern man macht das, weil man die anderen ein wenig vor sich selbst schützen möchte. Das zum Wort zum Sonntag. We should go back inside. I gotta change this dressing. Okay, let's go. Oh, sie hat eingekauft. Ich glaube, sie hat jetzt Verband und so mitgeholt, oder? Sean, I know I can't change the past. Or what I did. But this is about helping your brother. You gotta trust me this one time. Das müssen wir. Wir müssen unseren Bruder rausholen, weil unser Bruder wird da drin als Haustier gehalten. Und ja. I know. It's still hard. But yes. We have to be a team to rescue Daniel. We can do it.
Okay. How? We need to get in touch with this Jacob. He obviously knows a lot more than us about the church. Well, I called him when you were out. We can meet with him tomorrow. Okay, good. I also got these, just in case. Okay. Better take care of the eye. So, do you need any help with that? Ja, komm, lass uns helfen. Lass sie uns helfen. Thanks. So, you feel like telling me the story here? When we have time. Gotcha. Ich würde sie gerne fragen, ob sie weiß, dass Daniel Kraft hat, also ob sie das gesehen hat. Das würde ich sie sehr gerne fragen. Jetzt sticht sie uns das zweite Auge auch aus. Nein, das wär böse. Das ist böse, Entschuldigung. Aber sie hält so den Kopf mit dem Wattestäbchen ab. Sorry, das ist ekelhaft. Es tut mir leid. Here, ich hatte gerade so meine 5 Sekunden. Oh. Was ist das? Ist das eine Augenklappe? Ha, geil. How do I look? Great. Thank you, Karen. Big day tomorrow. So we should get some rest. Yeah. I'm ready to get Daniel. Cool, da haben wir eine Augenklappe. Jetzt sind wir ein waschechter Pirat. Aber wenn er wusste, dass Daniel in Gefahr ist, warum hat er ihn dann dorthin gebracht? Sure he's gonna show up. He better. He promised. Well, if he doesn't find us, we'll find him. I can't believe how much crap you guys have been through. Ich auch nicht. Makes me want to punch in the face each and every asshole that got in your way. Yeah. Good thing we got to meet amazing people, too. Life on the road is all about that. The sweet encounters. Hope I can see them again someday. Oh, you will. So tell me about Daniel. What's he like? Eine kleine Nerve, kleiner Bengel. He's a little rascal. He never stops. Just like you did, you know? Heads up. Is that him? Yep. Wait here. Oi, oi, oi. Sean! What happened? Bitte erklär's mir. Jake, I'm not mad, but you better explain everything. I didn't know where else to go. Listen, I saw Daniel come back to the camp that night. Like, he was in shock or something. Then I heard all these sirens and I got scared. I packed a few things, I took a blanket from your tent, and we left together. I also kept the cash you made on the farm. It's in my car. Mein Geld geklaut? Du hast das Richtige getan. You did right, Jake. Thank you. You have no idea what he looked like when I found him that night, Sean. He was in bad shape.
with a gunshot wound, and all by himself. I couldn't just leave him there. Was ist mit den anderen? Also bist du hierher zurück? Was mit den anderen? What about the others? Hannah, Penny, what happened to them? They ran over to Meryl's place when they found out Finn and Cass were gone. That was the last time I saw them. Then on our way out here, Daniel told me more about what happened that night. How scared he was. The blast. Daniel feels he's gotta redeem himself for what he did. I need to get to him, Jacob. He's not guilty of anything. I should have protected him better. I'm telling you, to be careful with the Reverend Mother. She's waited her whole life for somebody like Daniel. The Reverend knows how to manipulate people. She's good at this. He wants to stay with her. Daniel has faith in the Reverend now. Ich hab keine Angst vor ihr. Yeah, not afraid of that Lisbeth of yours. I'm getting Daniel out of here. Come on. There's no way they're gonna let you take him away. Well, too bad. We're not gonna ask for their permission. You must be Jacob. I'm Karen. Hi. Okay. I don't know if you want to do this, but I have an idea. I think school must be over by now, but Lisbeth will stay at the church with Daniel for his special classes. That'll give us time to sneak into the compound before we get to them. I'll be on the lookout. Keep watch in case it all goes to shit. Sean, stay on the walkie. Sounds like a plan. One more thing. We have to get my sister, too. Sarah Lee. Really, Jacob? Come on, man. She's with your parents. I know. Please, listen, Sean. She's not safe here. She's sick. They believe in everything Lisbeth says. And she says she'll cure Sarah with prayers. I know you understand, right? Damn, Jake. We need his help too, Sean. Okay, Jake. I'm listening. Lisbeth knows what's wrong with Sarah Lee. We need to find her medical record. I think it's in her home office. Okay. Then I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Okay? Ah, okay. Holt sie raus. Wir brauchen nur die Krankenakte holen. Sure. I'm gonna trust you on this, Jacob. All good for you, Karen. What if Daniel won't go with you? He will. I know him. Wenn wir das nicht schaffen, können wir ihm ja sagen, also ich hoffe, wir können ihm dann sagen, dass seine Mutter draußen auf ihn wartet. Weil die will er definitiv sehen. Damit können wir ihn angeln. Wenn wir das sagen können, müssen wir das aber so als Trumpf ausspielen, weißt du? Nicht direkt hier ist, hey Daniel, komm mit, Mama wartet draußen. So, sondern wir müssen das als Trumpf ausnutzen, wenn es schief geht. Ja, weil das wird, glaube ich, gleich mega, mega anstrengend, wenn Daniel keinen Bock hat. Also wenn Daniel Bock hat, wird's einfach. Aber wenn Daniel keinen Bock hat, dann müssen wir ihn überreden. Und das kann unter Umständen ziemlich kompliziert werden. Weil ich schnelle Entscheidungen treffen muss, weil sonst antwortet er entweder gar nicht oder er antwortet irgendwas. Got it. Thanks. We gotta be careful now. If anything happens, let me do the talking, okay? Yeah, of course. Gut. Also. Let's get this over with. Ich mach mal hier noch einen kleinen Cut rein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. The church, so in and out. Ich bedanke mich schon mal. Are you sure Lisbeth will have those files on your sister? Watch out, Sean. There are people right outside. Oh shit. How many? Alone on the other. Okay. Got it. Thanks.
People aren't supposed to come and go around the church once the service is over. Gut, er wird weglaufen, deswegen drücke ich mal kurz Pause und mach ganz schnell Folgenende. Und bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön, tschüss!